So Leute, wir machen jetzt ein McDrive Roulette und das geht so, wir bestellen einfach das, was der vor uns bestellt hat, und jetzt schauen wir mal. Jetzt müssen wir aber schnick schnack schnuck machen, wer anfängt. Achso. Ja, okay, er fängt an. Und ja, jetzt schauen wir mal, was der vor uns bestellt. Aber das sieht aus, als wäre das nur einer. Boah, Junge. Also wenn er jetzt zum Beispiel, also wenn man es so, der wo am wenigsten zahlen muss, gewinnt. Ne? Also wenn er jetzt einen Burger kriegt und ich kriege ein ganzes Menü, habe ich verloren. Und, oh, Junge, jetzt schauen wir mal. Mahlzeit, ich hätte gerne genau das gleiche, was der vor uns hatte. Außerdem? Das wäre alles. Fuck, Alter. Und zwei Cheeseburger mit Curly Fries, aber der hat Geschmack. Curly Fries, das hat der. Dazu muss man sagen, der erste Punkt geht an denjenigen, der am wenigsten gezahlt hat. Der zweite Punkt geht dann um das, wer nicht schafft zu essen. Ne? Schauen wir mal. Aber hey, ich muss sagen, normalerweise sagen die immer, hä? Oder halt an denen, der es schafft. Wundert mich, dass sie jetzt aber sie auch sagt, gleich das gesagt hat. Gell? Die macht ja, das sofort. Die hat das sofort gemacht. Ja, das hat mich so gewundert. Die sagt so, ja, okay. Weißt du, ohne zu fragen, warum willst du das eigentlich? Weißt du? Yeah. Die ja, hat das einfach gemacht. Wir fahren jetzt dann gleich zum nächsten Maggis. Und dann bin ich dran. Beziehungsweise er bleibt am Steuer, aber dann ist es mein Turn. Und dann schauen wir mal. Fick dich! Das ist so ein. Nein, der ist alleine! Nein! Ja! Ja. Okay, das ist ein Familienman, aber. Ich könnte Glück haben. Ich könnte Glück haben. Nein, hinter uns. Hinter uns wäre perfekt. Nein! Ich hab gewonnen! Nee, und jetzt pass auf, jetzt bestellt er 5 gegen das Menü für irgendwelche Leute. Kann auch einer alleine für andere echt. Leute mitbringen. Jetzt ist es auf einmal so ein Familienvater, der seiner ganzen Familie was mitbringt. So 12 Kinder. So türkisch. Ja, genau! Türkische Familie! Wir essen auch mit. Es kann auch eine albanische oder eine arabische oder eine deutsche Familie sein. Wir wollen hier nicht. Alter, oh Junge, der bestellt ewig. Ich darf nicht hinschauen. Junge, der bestellt ewig. Ja, guck mal. Guck mal, fahr doch weiter, Junge! Junge, der bestellt immer noch. Fick dich, fahr jetzt! Anspannung ist so groß gerade. Der bestellt einfach immer noch! Das ist halt einfacher am Anfang zu. Ach du Scheiße, Alter. Junge, der bestellt immer noch! Das ist halt einfacher am Anfang, weißt du, da hast du keinen Druck. Hallo, ich nehme einmal genau dasselbe, was der vor uns genommen hat. Noch einmal bitte. Ich hätte gerne einmal genau das, was der vor uns genommen hat. McRib-Menü? Yep. Ja. Sicher? Ja, bitte. Ja. Du hast zweimal verloren. Ja! Ja! Leute, das ist schon Strafe genug. Zahl du. Junge, das ist schon Strafe genug, Alter. Oh. Filet, McRib und noch irgendwas. Du Opfer. Fuck! Oh, das ist gut. Wegen 5 Euro, Alter, wegen 5. Willkommen mit dem Video. Was? Willkommen mit diesem Video. Auf YouTube. Junge. Video. Dicker. Ich hab den ersten Punkt. Wegen 5 Euro, Alter, Junge. Den ersten Punkt. Und dann noch, weißt du, und wir sagen noch, wir sagen noch so, es kann ja nichts Schlimmes kommen. Und der nimmt McRib, Alter. Alter, McRib. Wie behindert ist denn der, Alter? McRib, Alter. Ich hab McRib noch nie gegessen. Ich auch nicht. Das schmeckt ja geil. Aber das sieht auf den Bildern. Der Alter. Sieht so ekelhaft aus. Boah, Junge. So, back to home, Leute. Junge, mal gucken, was wir uns unsere Wintertüte hier rausziehen. Oh, warte, komm. Also nur diesen weg. Junge! Willst du mich verarschen? McChicken, McFilet und McRib! Junge! Hat der ganze Familie versorgt oder was ist falsch mit dem? Ja, Mann, mit mir läuft. Zwei Cheeseburger.
Mit so. Guck mal, sie haben mir die Dinge abgezogen, weil der. Oh, so ein Wichser, Alter. Ich wollte Monopoly spielen. Ja. Die sind halt von 1900 vorgezogen. Mahlzeit. Das ist der McRib, Leute. Ich hab den noch nie gegessen. Weil, der sieht in der Werbung immer schon so krass aus. Aber. Die hast du hingeschissen. Ja, echt so. Alter. Ab sofort nur noch McRib. Alter. Mal ohne Witz. Hey, jetzt. Mal ohne Witz, der schmeckt echt Hammer. Junge. Boah. Ohne Witz. Er hätte es nicht gedacht, Leute. Der stinkt schon so. Das schmecken die. Er hätte es nicht gedacht, Alter. Alter, schaut euch das mal an. Das sieht aus, wie wenn jemand da irgendwie, keine Ahnung, Hämorrhoiden hat. Vorsicht, wie das so tippt. Das ist ekelhaft. Aber er schmeckt es. Gott, wie soll ich das essen? Ja, was hat der Junge sich dabei gedacht? McRib, McChicken. Leute, pass auf, der Verlierer muss jetzt gegen ihn muss gegen ihn nächste Challenge machen. Und würde sagen, das mit der Pizzeria ist nicht gut. Wir rufen bei Pizzeria an und dann, ich möchte das, was der vorgibt. Das kann auch eine Familienpizzeria. Nein, weißt du, was der Witz ist? Ich rufe einfach bei seinem Pizzeria an und sag dann das, was du bestellst, wenn seins gut ist. Nee, du weißt, wie geil das wäre. Das Geilste ist, wir sagen dem einfach, der darf nicht sagen, was drin ist. Wir erfahren es aus hier. Stimmt. Also unfair, du kriegst Curly Fries. Da ist weniger Menge drin. Wie der Bier ist für dich? Hat die Schauze. Brokkoli. Was machst du jetzt? Vielleicht bringt's was. Ja, genau. Ah, warte, ich muss runter. Leer! Nein, du hast eine Packung Ketchup! Ich hab keinen Spaß. Hey, warte mal, der Nippel darf nicht stehen gegen dir. Warte, welcher war das? Das war der rechte. Also in diesem Sinne. Okay Leute, wir sehen uns beim nächsten Video. Wenn, schreibt ein paar Challenges rein, was wir sowas nächstes noch machen können. Also jetzt nicht nur diese Mainstream-Challenge. Diese Bestell-Challenge, sondern irgendwas anderes, eine andere Challenge, wo wir uns halt gegenseitig drücken. Auch zu dritt. Auch zu dritt, ja. Und wenn es euch gefallen hat, positive Bewertung. Wir sehen uns beim nächsten Mal. Haut es rein, Leute. Und Ciao. Scheiße. Junge, wie wirfst du da gerade meine Kamera? Warte. So.